Was geht ab, Leute? Heute zeige ich euch mal die Insta360 One Air 1 Zoll Edition und wie ich das Video, was ich eigentlich dafür gedreht habe, so richtig schön verkackt habe. Es tut immer noch weh. Es tut immer noch weh. Und noch eine kleine Info vorab, je nachdem wann ihr das Video seht, bis zu 40% Rabatt kann man sowohl in deren Shop als auch auf Amazon abstauben. Links dazu packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung zu ein paar Schmankerlen, zum Beispiel der Twin Edition oder der Expert Edition. Legen wir erstmal los und ich erzähle euch was über die Insta360 One Air. Und das ist die One-Inch Edition, also 1 Zoll befindet sich hier in diesem kleinen Body. Wer die One Air noch nicht kennt, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht zu der Twin Edition. Die Twin Edition ist sozusagen das normale Modul gepaart mit dem 360er Modul. Und diese Kamera, das ist eine modulare Action Cam im Grunde genommen, die man auseinanderbauen kann. Und zum Beispiel das Teil auch umdrehen kann, sodass man das Display vorne hat anstatt hinten. Oder man packt sich das 360-Grad-Modul drauf, je nachdem, wie man das haben möchte. Und der untere Teil hier ist der Akku. Davon kann man auch mehrere haben und die dann einfach austauschen. Und so ist das hier die fertige Action-Cam. Das Besondere hierbei ist auf jeden Fall der 1 Zoll große Sensor, der deutlich größer ist als bei der Twin Edition. Und das ermöglicht Fotoaufnahmen mit 19 Megapixeln oder Videoaufnahmen mit bis zu einer Auflösung von 5,3K mit 30 Bildern die Sekunde, 4K mit bis zu 60 Bildern die Sekunde oder Full HD mit bis zu 120 Bildern die Sekunde. Was auf jeden Fall bei Insta360 bekannt ist, sind die stabilen Aufnahmen. Sowohl bei den 360er Kameras, also den One X, als auch den One Air Editions, gibt es Flow State. Flow State ist der Bildstabilisator und der ist echt bombenfest. Hier funktioniert das jedoch ein bisschen anders. Man kann sozusagen zwar direkt auch in der Kamera abspeichern und stabilisieren, aber den besseren, den Pro-Stabi sozusagen, den bekommt man erst über die Smartphone-App oder die Insta360 Studio Desktop-App, also auf dem Mac oder auf dem Windows-Rechner, muss man dann nochmal die Dateien durchjagen. Dabei wird anhand der Gyroskop-Daten exakt berechnet, wie das Bild stabilisiert werden muss und rumgerechnet werden muss, damit es auf jeden Fall stabil bleibt. Kleiner Nachteil dabei ist, dass man natürlich einen zusätzlichen Schritt machen muss. Man hat jetzt aber hier mit neueren Firmware-Updates die Möglichkeit, bisher war das so, dass Insta360 so ein eigenes Dateiformat hatte, das INSV-Dateiformat, und da war man eigentlich immer gezwungen, durch das Programm durchzugehen. Irgendwann kam auch ein Plugin für Adobe Premiere. Ich weiß nicht, ob es das auch für andere Schnittprogramme gibt, womit man direkt die Dateien reinpacken konnte, und Premiere hat das erkannt. Gab aber immer wieder mal auch Probleme. Jetzt hat aber Insta360 ein Firmware-Update rausgebracht, das auch schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, womit man nicht mehr im INSV-Dateiformat abspeichert, sondern die Möglichkeit hat, in H.264 oder H.265 MP4s aufzunehmen. Im Menü haben wir dennoch die Möglichkeit, zwischen der Basic-Variante und der Pro-Variante bei den Videoaufnahmen zu wählen. Die Basic-Variante, da kann man nicht aus sonderlich vielen Auflösungen und Frameraten auswählen. Jedoch bei der Pro-Variante hat man alle möglichen Auflösungen und Frameraten. Da ist aber der Nachteil, sage ich mal, dass die Aufnahme, wenn sie direkt aus der Kamera kommt, zwar in MP4 abgespeichert wird, aber noch ohne Bildstabilisierung. Wenn man die Bildstabilisierung, also das Flow State, aktivieren möchte oder haben möchte, dann muss man das, wie schon gesagt, durch das Insta360 Studio Programm durchjagen. Die Kamera von außen anschauen, dann haben wir eigentlich nicht sonderlich viele Besonderheiten. Wir haben einen Ein- und Ausschaltknopf oder einen Modus-Button. Wir haben einen Knopf zum Einschalten der Aufnahmen. Wir haben hier an der Seite eine Klappe, die jetzt aktuell abgemacht ist, weil ich mit dem Mikro rangegangen bin. Da befindet sich ein USB-C-Eingang bzw. der Micro-SD-Karten-Slot, und wir haben hier hinten ein kleines Touch-Display. Das muss ich sagen, anhand der Größe ist natürlich
je nachdem wie groß eure Finger sind, ein bisschen friemelig, funktioniert aber dennoch trotzdem sehr gut und ist komplett ausreichend. Was hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass hier vorne das Ganze absteht. Aufgrund des größeren Sensors musste die Linse ein bisschen weiter nach vorne gebracht werden. Dementsprechend gibt es ja aber auch so eine Schutzhülle drumherum. Bei den Aufnahmen können wir aus verschiedenen Bildprofilen vorher wählen. Wir können einmal in Standard filmen, wir können Vivid einschalten, womit das Ganze so ein bisschen poppiger ist, und wir können auch logarithmisch filmen, wodurch das Bild ein bisschen ausgegraut wird, also flacher wirkt, wodurch man aber ein bisschen mehr Dynamikumfang herauskitzeln kann und gerade in der Nachbearbeitung ein bisschen mehr rausholen kann. Bedarf aber immer der Nachbearbeitung. Das ist so ein kleiner Nachteil am logarithmischen Filmen. Man hat mehr Möglichkeiten, man muss es aber machen. Wenn man aber was auf die Schnelle machen möchte, dann nimmt man einfach Vivid oder Standard. Ansonsten haben wir verschiedene Aufnahmemöglichkeiten, ganz klassisch Foto, Standard, HDR, wir haben Intervall, wir haben den Burst-Modus, also Serienbildaufnahme, wir haben auch den Nightshot-Modus und auch im Videomodus haben wir Standard, dann haben wir Timelapse und auch Time Shift. Und das ist auch interessant, dadurch haben wir die Möglichkeit, Hyperlapse-Aufnahmen zu machen, also bewegte Timelapse-Aufnahmen. Wer Apple AirPods hat, der hat die Möglichkeit, per Bluetooth die direkt mit der Kamera zu koppeln und dann das Mikrofon der AirPods hierfür als Mikrofon zu nutzen. Ich habe keine AirPods, ich konnte das daher nicht testen. In der Vergangenheit, ganz am Anfang bei der Twin Edition, hatte ich in ein paar Videos gesehen, dass das nicht so gut funktioniert hat. Jetzt habe ich aber auch Videos gesehen mit der neuen Firmware, dass das deutlich besser klingt. Und zum Ton kommen wir jetzt auch nochmal. Wer ein externes Mikrofon hier anschließen möchte, der braucht einen Adapter. Und hier gibt es diesen klitzekleinen Adapter. Es ist eigentlich nicht sonderlich viel mehr als nur ein USB-C-Stecker und ein 3,5 mm Klinke-Stecker. Aber damit hat man die Möglichkeit, hier an der Seite ein Mikrofon anzuschließen ohne großen Adapter. Das ist natürlich ein großer Vorteil, dadurch, dass es nur so klein ist, auch wenn es hier an der Seite ein bisschen raussteht. Aber mit dem Cage drumherum ist es so ein bisschen geschützt. Man muss trotzdem aufpassen, dass es nicht irgendwie abbricht. Aber das ist im Grunde genommen bei jedem Stecker oder jedem Kabel so. Und das habe ich auch ausprobiert. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den ich am Anfang des Videos angesprochen habe. Denn ursprünglich hatte ich für dieses Video eigentlich etwas komplett anderes geplant. Ich wollte etwas anderes machen. Ich habe die Kamera zum Testen bekommen und dachte mir, ich mache jetzt kein klassisches Video, so wie es jetzt doch geworden ist, wo ich am Schreibtisch sitze und die Kamera erkläre und ein paar Schnittbilder zeige. Nein, ich wollte etwas anderes machen. Ich wollte mich aufs Motorrad schwingen. Ich wollte ein bisschen rumfahren und sozusagen einen Motovlog machen und hatte das auch Vlieview genannt. Ein Vlog gepaart mit einem Review. Mir so während der Fahrt eingefallen. Und ich hatte mit dem Adapter hier auch ein Mikrofon angestöpselt und das Ganze in meinem Helm auch verkabelt. Eigentlich hätte das wunderbar funktionieren müssen. Eigentlich. Ja, es gab nämlich ein kleines Problem. Ich hatte die Kamera, als ich sie bekommen habe, direkt mit dem neuesten Firmware ausgestattet und dadurch nur noch die Möglichkeit gehabt, in H264 und H265 zu filmen. Das hatte aber die Problematik, dass der Ton sehr, sehr, sehr schlecht klang. Was geht ab, Freunde? Ich befinde mich, wie ihr unschwer erkennen könnt, auf einem Motorrad und teste für euch die Insta360 One Air, und zwar die 1-inch Edition. Ich hatte es nicht vorher getestet und während meiner Fahrt so durch die Berliner Innenstadt habe ich auch mal die Kamera hier, also die One-Inch Edition, ans Motorrad gepackt und dann am Helm die alte Twin Edition dran gehabt und hier das Mikrofon reingepackt. Und hier hatte ich noch nicht die aktuellste Firmware, also habe ich hier im INSV-Dateiformat aufgenommen und das spiele ich jetzt euch auch mal ab, wie das klingt. Jetzt fahre ich mal zur Siegessäule. Hätte vielleicht ein, zwei Ründchen da drum herum fahren, aber auf jeden Fall vorher nochmal die Kamera umbauen. Als ich zu Hause angekommen bin, bin ich wirklich erschrocken und war total traurig und wusste nicht, was ich jetzt mit dem Video machen soll, weil es war ein wunderschöner Tag. Ich hatte keine Möglichkeit mehr, das Video nochmal in dieser Form zu drehen. Die Tage wurden kälter, die Tage wurden grauer, das Motorrad musste auch irgendwann in die Garage und dementsprechend war das hin. So in der ursprünglichen Form habe ich das Video jetzt leider nicht machen können. Beim nächsten Mal. Warme Tage kommen bestimmt wieder, irgendwann nächstes Jahr, und dann
gibt es bestimmt wieder eine Kamera, die ich ranschnallen kann in den Helm. Dann hole ich das nach. Da freue ich mich drauf. Es juckt schon im Handgelenk. Ich habe dann meinen Kontakt bei Insta360 angeschrieben und mit dem das Ganze beredet, ihm das Ganze erzählt und auch die ganzen Aufnahmen und auch verschiedene Testaufnahmen gezeigt. Kurz, ich habe alles Mögliche getestet. Ich habe an beiden Buddies auch mal den Adapter angeschlossen, mit dem Mikro, mit einem anderen Mikro, also verschiedene Mikros auch ausprobiert, nicht nur Ansteckmikros, sondern auch Richtmikrofone, und überall war das Ergebnis gleich. Wenn ich mit der MP4-Version aufgenommen habe, dann klang das nicht gut. Ich habe auch mal zum Testen dann die Twin Edition geupdatet, um zu gucken, ob das wirklich am Firmware-Update liegt, und ja, tatsächlich auch dann bei dem Buddy gab es dann Probleme. Dann habe ich wieder die Firmware gedowngradet bei der einen Kamera, habe das dann nochmal getestet, und dann im INSV-Dateiformat passiert das nicht. In der Zwischenzeit ist einiges passiert, denn diesen Part nehme ich hier ungefähr 2 Wochen nach den anderen Parts auf. Ich habe etwas gewartet, denn ich war mit Insta360 im engen Kontakt. Ich habe denen meine Beispielaufnahmen geschickt und habe mit denen gesprochen, und das bewirkte, dass an einer Firmware gearbeitet wurde, und ich hatte jetzt exklusiv die Möglichkeit, diese Firmware als Beta vorher zu testen, um zu gucken, ob das Tonproblem behoben wurde, und das möchte ich euch direkt mal hier zeigen. Deswegen switche ich hier in den Helm. Die Aufnahme der Insta360 läuft schon, und jetzt haben wir den Ton der Insta360 hier. Das Bild bleibt aber gleich, damit ihr die Unordnung hinter der Kamera nicht seht. Und ich muss sagen, vom Bild her finde ich das eigentlich ganz geil. Also macht schon was her, so ein Helm mit verdunkeltem Visier. Was mit ihr? Erinnert mich so ein bisschen an Moji. Die Kamera ist trotzdem gut, die Bildaufnahmen sind top, die Fotoaufnahmen sind top. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Das ist jetzt ein kleines Firmware-Problem, was ich auch mit Insta360 ehrlich besprochen habe, was ich auch mit euch ehrlich bespreche, aber das ist etwas, was zu lösen ist. Dementsprechend mache ich mir da gar keine Sorgen und kann trotzdem sowohl die One-Inch Edition als auch die Twin Edition mit dem 360-Grad-Modul wärmstens empfehlen. Falls ihr euch nochmal das Review dazu anschauen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Da habe ich sehr viel drüber gesprochen und auch sehr viele verschiedene Aufnahmen mit der 360-Grad-Kamera gezeigt. Aber was ist denn eure Meinung zu der Kamera? Was haltet ihr von den Aufnahmen? Habt ihr vielleicht eine der Insta360-Kameras oder habt ihr eine andere Action-Cam? Welche nutzt ihr? Habt ihr auch Motorrad? Das würde mich sehr stark interessieren. Und wenn ja, welches Motorrad habt ihr? Schreibt es gerne runter in die Kommentare. Lasst uns da gerne austauschen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Ihr kennt ja das Spielchen. Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr freuen. Und damit helft ihr mir auch sehr. Und nicht nur damit, sondern auch mit einem Abo und der Abo-Glocke. Und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann.